Bislang läuft's noch. Wenn wir dann die 4 Stunden erreicht haben, bin ich wahrscheinlich am Boden. Okay. Jetzt sind wir auf Ormond. Tatsächlich, ob ihr es mir glaubt oder nicht, meine Lieblingsmap. Das war viel zu hoch. Das war viel zu hoch. Kann ich nichts anderes sagen. Schade. Aber Funny Shots sind halt immer, was ich haben will. Ha, das war zu niedrig. Nice. Na, ah, guter Dodge. Da fehlen uns jetzt halt die Headshots. Na, was? Die eine ist direkt disconnected. Nur weil ich sie zerstört habe, oder was? Okay. Nehmen wir einfach mal den Hook hier an. Gibt's eh genug Videos auf deinem Kanal? Nee, Spaß, ich mag deine Videos. Ja, danke, danke, danke. Aber das stimmt schon, ein paar Noob-Videos sind dabei. Da stimme ich auf jeden Fall zu. Oh. Okay. Okay, weird one. Gerne wurde gepickt. Gerne reinschreiben, wenn wieder Lags vorhanden sind. Na, schade. Weil bei mir zeigt es gerade wieder rote Zahlen an, was mir immer so einen kleinen Panikmodus bereitet. Ich resette kurz während der Pickup-Animation. Und dann hoffen wir mal, dass wir einen schönen Snipe vielleicht hinbekommen. Das wäre natürlich best case. Schade. Ja, das war nicht so gut. Der Boy ist einfach hinter mir drüber gewoltet. Boydy. I don't know about that one. Schade. Ja, immer durchgehen beim ersten Mal. Erst beim zweiten oder dritten Mal das Headshot heben. Weil die meisten expecten halt nicht, dass Huntresses da einfach durchgehen. Was ein ziemlich nicer Trick immer sein kann. Snipe wird wahrscheinlich nicht möglich sein, weil... Oh, doch, vielleicht? Ja, ja, wäre unwahrscheinlich, wäre sehr unwahrscheinlich. Wir könnten einen wilden versuchen, aber ganz ehrlich, solche Hits bekomme ich sehr, sehr selten, weil das kann ich gar nicht abschätzen. Das kann ich wirklich, wirklich gar nicht abschätzen. Runde läuft gut, aber Ormond habe ich aber auch immer... Oh. Ich hatte natürlich auch schon viele Scheißrunden auf Ormond, aber Ormond habe ich immer so ein Zuhause-Gefühl. Immer so ein schönes Zuhause-Gefühl. Es fühlt sich richtig an, auf Ormond zu spielen als Killer. Oh, warte mal. Warum sehe ich gerade keine Aura? Das heißt, da ist wahrscheinlich jemand close by gerade. Die eine hat, glaube ich, off the record einfach noch aktiv. Natürlich, Darkness Revealed hier auf der Map. Kein sonderlich starker Berg. Ja, ich habe einfach predicted. Wollen sie den Bot gar nicht... Nee, auf dem Bot haben sie irgendwie gar keinen Bock. Ja, okay. Sie haben, glaube ich, Richtung Generator gehealt, damit sie halt direkt da in der Nähe sind. Würde ich jetzt mal vermuten jedenfalls, ne? Nicht? Okay, guess not, guess not. Oh, hier sind sie. Da bekommen wir den Hit. Direkt Aura revealed. Nice. Das ist mein Lieblings-Addon. By far. Ja, lass zuerst hooken und dann reloaden. Zuerst hooken, dann reloaden.
Und dann hoffen wir, dass wir einen Predict-Shot rausbekommen. Ja, nee, okay, da bekommen wir gar nichts raus. Da bekommen wir gar nichts raus. Wir können vielleicht noch hoffen, dass wir mit Darkness Reveal irgendwas hinbekommen, aber ansonsten sieht es da nicht allzu gut aus, gerade snipe-technisch jedenfalls. Schade. Sehr, sehr schade. Wäre ein schöner Hit gewesen, aber sollte wohl nicht sein. Wartet ab. Wartet ab. Imagine. Imagine. Also das wäre auch zu krank gewesen. Das wäre auch ehrlich zu krank gewesen. Da hätte ich mich selbst ein bisschen hart abgefeiert. Da drüben sieht... Wo laufe ich da rein, Junge? Kurz Pause oder was? Ja, okay. Der erste war nicht so geil, leider. Der zweite aber dafür umso besser. Nicht voll aufladen, dann kann man eine bessere Krümmung erzeugen. Krümmung. Ganz komische Beschreibung meinerseits, aber ey. Ich frag mich halt nur, wo die eine ist. In den Locker ist sie anscheinend nicht gegangen. Weil ansonsten würden wir sie dann aufschreien hören. Das würden wir dann mitbekommen. Aber sie ist auch nicht im Barbecue-Range. Ich würde hier ehrlich gesagt ein bisschen kurz mal, sorry, aber einen Rand abgehen. Oh, vielleicht auch. Ja, okay, alles gut, ne. Wir gehen hier gar nichts ab. Aber ihr wisst ja, ich bin Cheetah 003. Baum-Cheetah. Die war wirklich in einem Locker die ganze Zeit. Oh mein Gott, das war sogar close. Haha! Wir haben die Hedge eh schön bei uns. Schade. Imagine einfach. Wäre funny gewesen. Ich reloade, ganz ehrlich, wenn sie in der Zeit zu mir herkommt, wäre stark. Ey, aber waren echt schöne Snipes dabei. Bin ich echt happy. Du Cheater. Ja, also manche Hits kann man bei mir schon sagen, aber das ist bei Huntress auch normal. Das ist bei Huntress auch normal, dass ein paar Hits einfach aussehen, als würde man cheaten, wie sonst was. Die Arme aber auch, wirklich, die Hedge spawnt gefühlt unter meinen Füßen. Da hätte sie nichts machen können. Die hielt sich. Die hielt sich jetzt? Okay, auch etwas weird. Weird. Ja, wisst ihr was? Ehrlich gesagt juckt es mich nicht sonderlich, ob sie jetzt rauskommt oder nicht. Wenn wir sie sehen, werde ich vielleicht ein paar Snipes noch tryen, aber ich werde jetzt nicht allzu hart rein sweaten, hier in 4K zu securen. Ja, hier oben ist auch lame irgendwie. Snipes von da oben sind irgendwie nicht so beeindruckend wie von unten, finde ich. Außerdem hat man hier sowieso eine bessere Vision drauf auf die Gates. Ja, teils auch ein bisschen Belasto, aber all over. Ziemlich gut. Hat sie einen Key oder auf was spielt sie eigentlich gerade? Wenn ich das mal fragen dürfte. Weil es wirkt nicht so, als hätte sie irgendwie Bock auf irgendwas. Könntest du bitte nicht cheaten, sonst gibt's Report und... Ja, nee. Alles gut. Das ist alles legit. Ich bin einfach der beste Spieler EU fucking West. So nämlich. Nee, die hat keinen Bock. Die hat sowas von Key oder so. Und findet die Hedge einfach nicht. Ich will nicht auf dem 4K sweaten, aber ich sweat gerade so hart auf dem Snipe, dass es doch eh schon fast dasselbe ist. Okay. Das ist der Cheater-Shot, der mich gebannt bekommen wird. Imagine. Wenn so ein Hit irgendwann mal hitten würde, dann würde ich ehrlich mich selbst, glaube ich, reporten. Ey, aber ich verstehe es so im Gameplay nicht. Wenn sie einen Key hat, dann get ich. Aber wenn sie jetzt einfach halt in einem Locker sitzt und wartet, dann verstehe ich es ehrlich gesagt nicht, weil es wastet halt die Zeit von uns beiden und I don't know. Get ich nicht sonderlich, wie gesagt, aber ey, wenn es ihr ein besseres Gewissen bereitet für die Runde,
Dann why not? Dann why freaking not? Gibt es irgendwelche Vorschläge für Singularity oder soll ich einfach irgendwas spielen?